Die Hamburger Feuerwehr sprach sogar vom größten Brand in der Silvesternacht. Ein Haus der Wohnungsgenossenschaft von 1904 EG hatte in Harvesterhude Feuer gefangen und musste sogar evakuiert werden. Die Bewohner des fünfgeschossigen Wohnhauses konnten sich zum Glück alle selbst retten. Doch bis sie wieder einziehen dürfen in ihre guten alten vier Wände, wird noch eine lange Zeit vergehen. In der Helene-Lange-Straße Nummer 8 in Harvesterhude sind die Schäden der Silvesternacht auch einen Monat danach immer noch unübersehbar. Andreas Gerz, technischer Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft von 1904 EG, verschafft sich regelmäßig einen Überblick über den Stand der Sanierungsarbeiten. Nur ungern erinnert er sich an den Jahreswechsel 2017-18 zurück. An der Silvesternacht hatten wir hier einen Dachstuhlbrand. Hier ist wohl eine Rakete reingeflogen. Ja, der komplette Dachstuhl des Hauses Nummer 8 ist abgebrannt. Und ja, wir mussten eben sämtliche Mitglieder ausquartieren. Also die Mitglieder sind unter anderem untergekommen, einmal zum Glück bei einer anderen Genossenschaft, die uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Dann konnten wir ein, zwei Wohnungen, die sowieso frei wurden, weil die Mieter ausziehen, die konnten wir von den Mietern beziehen lassen. Und der eine oder andere ist natürlich auch bei Freunden, Bekannten untergekommen. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Zwei Stunden lang kämpften 60 Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Die Hausnummer 8 gehört zu einem genossenschaftlichen Wohnkomplex im Bereich Helene-Lange-Straße, Gustav-Falke-Straße und Schlankreihe. Der Schaden geht wohl in die Millionen. Der Dachstuhl der Nummer 8 ist komplett ausgebrannt. Sämtliche Dachböden oben sind auch betroffen. Und mehr oder weniger stark sind ungefähr 15 Wohnungen betroffen. Also 10 Wohnungen haben wir wirklich ganz und gar leer räumen müssen. Davon sind 6 Wohnungen oder 7 Wohnungen an, einen Totalschaden sozusagen. 2, 3 Wohnungen haben wir vorsorglich räumen lassen, weil dadurch konnten wir die Möbel retten. Die sind jetzt warm und trocken eingelagert. Und da können irgendwann die Mitglieder wieder einziehen. Wann, können wir überhaupt nicht sagen. Vor allem das Löschwasser und der Regen der vergangenen Wochen haben laut Andreas Gerz erhebliche Schäden in den 10 Wohnungen angerichtet. Bitter, erst vor 5 Jahren war das Gebäude aufwendig energetisch saniert worden. Und nun das. Die Kosten müssen sich Wohnungsunternehmen und Mieter teilen. Der Schaden am Gebäude selbst wird über unsere Gebäudeversicherung getragen. Das heißt, das betrifft dann aber auch wirklich nur die Deckenwände, den Dachstuhl, die Böden und so weiter. In diesem Falle hier, in dieser Wohnung, haben wir eine Einbauküche von der Genossenschaft. Das wird auch von unserer Versicherung übernommen, der Schaden. Aber alles andere, also der gesamte Inventar, den die Mieter haben, also Sofas, Betten, keine Ahnung, Stereoanlagen, solche Geschichten, das muss alles über die Hausratversicherung, wenn dann eine vorhanden ist, was wir hoffen, übernommen werden. Das kann bei größeren Wohnungen schon mal eine Summe zwischen 25.000 und 30.000 Euro sein, so Andreas Gerz, der betont, dass die meisten der betroffenen Mieter über eine Hausratversicherung verfügt hätten. Allen anderen rät er, dringend eine solche abzuschließen. Bei ganz vielen Hausratversicherungen kann man dann eben auch Unterbringung zum Beispiel in Hotel oder aber wie in diesen Fällen hier, wenn jetzt das Mobiliar von irgendwo anders untergebracht werden soll, dass diese Kosten übernommen werden. Vandalismus, Raub, Einbruch, das ist über die Hausratversicherung abgedeckt. In den vergangenen Wochen waren Gerüstbau- und Sanierungsfirmen vor Ort, um die Solaranlage zu demontieren und das Dach provisorisch abzudichten. Andreas Gerz erklärt unterdessen nochmal, wie man sich als Mieter im Falle eines Brandes verhalten sollte. Wenn das Feuer ausbricht, man kriegt es mit, ohne irgendwelche Wertsachen oder Sachgegenstände zu schnappen, einfach Jacke anziehen, runter, bei den Nachbarn klingeln, klopfen, die auch warnen, wenn man in Sicherheit ist und auch die Nachbarn informiert hat, die Feuerwehr anrufen. Und dann ist für uns wäre ganz wichtig, dann auch die Notdienstzentrale zu informieren, weil die Notdienstzentrale informiert dann uns, damit wir, also die Mitarbeiter der Genossenschaft, eben auch ganz schnell vor Ort sein können. Silvester hat das super geklappt. Unser Vorstand, Herr Westphal, war gleich in der Silvesternacht hier und so weiter. Das war echt toll. Wie aber geht es jetzt weiter? Wann können die 10 geräumten Wohnungen wieder bezogen werden? Das wird noch lange dauern, befürchtet der Genossenschaftsmitarbeiter. Die 7 am stärksten betroffenen Wohnungen sind natürlich, da müssen die Decken rausgenommen werden, die Fußböden, solche Geschichten, die Wände werden weggenommen, die Tapeten runtergenommen, solche Geschichten, ja. Und bei den anderen muss man einfach sehen, wie groß der Schaden durch das Wasser ist. Das meiste kann man in den unteren Wohnungen kann man durch Trocknen erreichen. Und dann muss natürlich wieder gestrichen werden, tapeziert und so, die sogenannten Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. Diesen Jahreswechsel werden Sie in der Helene-Lange-Straße so schnell wohl nicht vergessen. Glück im Unglück, dass das Feuer nicht auf die benachbarten Häuser 6 und 10 übergegriffen hat. Aber auch so waren Schrecken und Schaden gleich zu Beginn des Jahres groß.